Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode für The Division. Diesmal mit eher schlechten Neuigkeiten, nachdem wir ja beim letzten Mal die News hier auch auf dem Channel rausgehauen haben, dass der PTS jetzt demnächst an den Start geht, nämlich um genau zu sein, sollte das ganze Jahr die Testphase des Ganzen am 15. an den Start gehen und für alle dann ein paar Tage später verfügbar sein. Ebenso sollte es heute am 13.09. News geben in einem speziellen Stream, den die Entwickler heute laufen haben wollten, wo es nochmal um Details zum Update 1.4 gehen sollte. Das Ganze ist jetzt erstmal bis auf Weiteres verschoben worden. Warum ist das Ganze verschoben worden? Den Special Report konnte man nicht abhalten, da man laut Massive, also Massive hat es im offiziellen Forum bekannt gegeben, beim jetzigen Zustand des Updates nicht in der Lage gewesen wäre, alle Inhalte zu zeigen, die auf der Liste von Massive standen. Und da einhergehend haben wir dann natürlich auch das Ding mit dem PTS, wenn man halt noch nicht wirklich Inhalte hat, die man da testen kann, weil diese ganzen Inhalte halt einfach noch im Endeffekt zu wack sind, dann macht so ein PTS natürlich auch wenig Sinn. Jetzt will man ersatzweise diese Woche Donnerstag, also am 15. September dann, im State of the Game noch ein paar Infos zum Update 1.4 bekannt geben. Das Ganze ist natürlich, dass das Ganze hat jetzt einen ziemlich faden Beigeschmack, weil man sich einfach fragt, was macht Massive denn zur Hölle da? Und mittlerweile muss man ja wirklich fast schon Angst kriegen, dass The Division eigentlich hier kurz vorm Ende steht sozusagen, weil die Leute das da ja nicht hinbekommen, das Ganze irgendwie vernünftig zurecht zu updaten. Dabei finde ich persönlich, war man ja mit Underground schon auf einem richtigen Weg und auch mit dem Update davor, mit Konflikte, hat man alles schon in eine richtige Richtung gebracht, aber was jetzt momentan mit Survival und Co. läuft, ist natürlich, muss man natürlich alles sehr, sehr kritisch sehen, finde ich. Es ist natürlich sehr löblich, dass Massive, schon sagt, hier, wir wollen erstmal das Hauptspiel verbessern, nur werden sie ja mit ihren Verbesserungen zurzeit nicht fertig. Also, warten wir mal ab, was jetzt Donnerstag im State of the Game da preisgegeben wird, was für tolle neue Erfahrungen uns Update 1.4 bringt. Auf jeden Fall sind unsere letzten News damit hinfällig quasi. Detail-News zu Update 1.4, also heute nicht in einem Special-Stream. Und auch genauso wenig wird es erstmal kein Public-Test-Server geben, bis auf Weiteres. Vielleicht sind wir Donnerstag schlauer. Bis dahin, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen da. Wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Reingehauen.